Überall Leichen, ey. Wow, Alter. Heftig. Grafiker haben sich ganz schön viel Mühe gegeben. Mit dem Bogen, mit dem Glanz und so. Was haben wir denn da? Morphogenic. Engine Chambers. La 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 la. Ah, okay, da ist zu. Das ist A002. Das kann mir nicht vorstellen, dass es hier unten keinen gibt, der ist alles sehr verlassen. Alter, was ist denn hier passiert, ey? Passwort. Freunde, wie ist das Passwort? Sagt mir doch mal das Passwort. Please avoid contamination. Wash your hands. Kontaminiere deine Hände. Wasche sie. Ja, man merkt, Alter, was ist das? Gehirn, Leber, Stück Rückgrat oder was? Dickdarm, Galle, Fuß, Arm, Torso, wir gehen. Das ist mir zu modern. Alter, überall hast du. Wow. Irre, wie viel Blut. Ich zitiere Jurassic Park. Da! Da liegt ein Stück Dickdarm. Das wurde. Ja. Hört der Kopflose nix? Zitiere Harry Potter. Patient. Hashtag 1287. Sieht doch gut aus. Oder ist da irgendwas, was da jetzt verwerflich ist? Gut, ich bin kein Chirurg, aber für mich sah das jetzt alles in Ordnung aus. Ach, scheiße. Ich laufe hier lang, dann brauche ich nicht mal durchs Blut latschen. N? Hallo, reagier mal, danke. Obduktion nach dem Tod. Oh je. Projekt Warrider. Okay, ich hab's doch gesagt, wir sind Warrider jetzt. Obduktionsbericht MM1300921. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corp zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Warrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde zweifle an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Also das glaube ich wohl auch. Irgendwann ist einfach Brain AFK, da ist einfach, da musst du einfach mal. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganz Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemische Fixierung haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Also, ne? Ich muss da nochmal hier drauf verweisen, wo sie hier ja ganz deutlich drauf beschreibt, dass es sich keinen menschlichen, sondern einen mechanischen Dildo inhalieren will.
Da sieht man die Fußabdrücke. Dann ist es zu spät. Delivery Exit. Ach, hier soll es also nach draußen gehen. Ist klar. Deswegen haben sie unten noch nur zwei, drei Labore und dann geht es auch schon wieder raus. Was? Sicher. Aber sicher. Mhm. Ja, da haben sie was festgemacht oder verankert. Gesteinsproben hier oder beziehungsweise die Steinwände, die sind wohl ein bisschen instabil, wie das heißt. Und da haben sie damit dann einfach fixiert. Weil dann nicht alles zusammenbröckelt. Ja, ist ja gut mit dem Scheißkrach hier. Wieso ist das hier schon wieder, als wenn man hier wieder überall drauf springen müsste? Okay, da haben sie es einfach mitten in den Weg gestellt, die Flügel. Wow, ich dachte jetzt nicht, dass... Ach, guck an. Das sind doch wieder diese solche Einsatzfahrzeuge, wie sie draußen vom Gebäude standen. Erschreckt mich nicht so. Alter, mega Gänsehaut gerade. Lay. Jetzt erstmal hier hinten gucken. Oh, Alter, den hat es ja so richtig schön zerfetzt. Wah! Boah, die Musik. Ach, Treppe da oben zerstört. Hier geht's also nicht weiter. Die Musik ist ja nicht mal normal. Ich sehe mich davon erst in dem Labor. Die Musik wird mir gerade echt zu Herzklibastermäßig, ey. Ja, schlimm, Alter. Was haben sie sich dabei gedacht? So, Morphogenetik, Engine. Ja, für alle Rechengenies hier, ne, ist die Matheaufgabe für die nächsten 5 Jahre. Wenn man dann weiß, was es bedeutet und sich in dieser Chemie auskennt. Ja, warte mal. Ja, scheiße. Wir können es sowieso nicht lesen. Schiss über den Kopf. Das hätte ich jetzt mal ohne Schwarzsicht rangezoomt. Ich kann ja trotzdem mal draufhalten. Also nicht wirklich erkennbar. So. Okay, wir haben es 4:30 morgens. Na gut, der kleine Zeige-Dings geht nicht gerade ganz genau. Ne? Dann ist die Uhrzeit da so ein bisschen, aber ich würde sagen, wir haben es 4:30 morgens. Dann könnte das ungefähr hin. So. Hier war nichts, ne? Ach so, hier können wir rumlaufen. Offener Kühlschrank. Da ist eine Probe abgehauen, die hat Beine gekriegt. Und da auch. Eieiei, das ist auch noch dahin, wo es dunkel ist. Oh, ich habe so eine Gänsehaut gerade. Ich habe absolut keine Lust. Alter! Wow, wow, wow! Ja, ist... Da hat uns irgendwas kaputt gemacht. Alles zu, alles zu. Okay, komm, lauf. Ich weiß ja gar nicht, wohin soll. Ah. Nein, jetzt kommt der Scheißfliege, Mann. Yeah, oh. Ah. Alter, wie er den auseinander... Alter, heftig! Da kommt der... Oh, Mann.
Oh, ein Eintrag. Eieiei, heftig, Leute. Tod des Soldaten. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr, mein Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Ey! Normalerweise müsste das Gitter da oben kaputt sein. Bei dem riesen Wanderklops, den er da reingezogen hat. Boah, heftig, ey. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Mal, ob da hinten offen ist jetzt. Ich glaube zwar nicht dran. Da er da hinten rüber verfolgt worden wurde. Schwarzlicht. Okay. Ich hätte ja gerade eine Hand gesehen und einen Arm oder so. Kann aber einer sagen, wo ich jetzt lang soll? Weil die hat ja auch schon alle. Aber ausgerechnet dann, wenn wir kommen, haben wir diesen Wallrider, wie er sich schimpft, vor uns, hinter uns, neben uns. Und wir können nicht mehr als so wieder zurückgehen. Ach, jetzt ist hier auch. Ist das ein hässliches Bild? Da liegt da so ein halbnackter Kerl und lässt sich von der Krähe auffuttern. To God, have the strength to end it here with your death or
never mention how cruel this is. I only want to die. Ja, interessant. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Sorry, dass ich jetzt am Anfang nichts gesagt habe, weil ich werde, glaube ich, sowieso nicht hinterherkommen mit dem ganzen Mitlesen. Ein geschmackloses Bild, muss ich sagen, dass ihm sowas gefällt. Und jetzt, welche Richtung? Sind wir von da gekommen oder müssen wir da wieder zurück? Er hat sie wieder eingeschlossen. Okay, hier war jetzt. Okay, die ist zu. Gucken wir uns. Klos. Wieso sind die, durch was sind die alle gestorben? Sogar Einschusslöcher. Okay, also hier ist doch hier waren ja als hätte er sich. Ach. Hau mir die Kopfhörer runter wegen dieser verkackten Fliege, Alter. Da könnte ich kotzen, ey. Entschuldigung für den Ausraster, da kriege ich gerade echt zu viel. Diese Pissviecher gehen mir so auf den Sack. Mann, Mann, Mann. Ich habe schon mal mit Zuckerwasser versucht, aber keine Chance. Da gehen die nicht ran. Oder meine Mische war schlecht. Es ist einfach nur nervig, diese Scheiße. Das ist beim Zocken oder beim Pennen. Weil ich muss ja offen lassen. Wegen Frodo, der pennt ja auch mal gerne bei mir. Ein Monitor muss ich mal sauber machen, weil da nur noch diese ganz scheißfliegen die Katze kommt. Okay. Unwuchtung in der Spülung. Oh Gott, ist das eklig. Oh Mann, was ist hier passiert? So, das geht erstmal hier rein. Überliegende Gedärme, Alter. Eieiei. Sieht ja richtig lecker aus, das Ganze hier. Das sieht ja richtig lecker aus. So, liebe Grüße gehen mal an den lieben Holy Diver. Holy Driver. Der müsste heute wieder aus seiner Kur kommen. Okay. Da scheint wohl irgendwie die große Kantine gewesen zu sein. Gut, die Kantine hat wieder geöffnet, würde ich sagen. Es steht Fleisch auf dem Speiseplan. Zitiere. Herr der Ringe. Schön aufgeräumt hier. Ja, so ein Kühlschrank mit durchsichtiger Scheibe. Bitte gerne zu mir. Kommt in die Küche. So ein Kühlschrank suche ich schon lange. Aber diese Scheiße kostet einfach ziemlich viel. Jetzt bin ich hier wieder drin. Okay, ich muss da runter. Okay, die Fußspuren waren von uns. Da waren wir drin, da sind wir rein. Und jetzt geht's hier lang. Ja, Frage ist jetzt nach links oder nach rechts. Ich schalte uns dafür da. Oh, nicht schon wieder. Lauf! Jetzt werden wir wieder gehetzt, okay, ja. Nein, da war noch zu offen. Yeah.
Mann, wo müssen wir denn jetzt lang? Ja, lauf auch wieder davor. Leute. Nein, da geht's nicht lang. Hier muss ich hin. Da geht's. Okay, man kann da zu schnell. Ich laufe jetzt einfach mal instinktiv nach oben. Nein. Hier lang vielleicht. Ich habe jetzt da hinten nicht geguckt, aber ich da hinten. Oh Mann. Keine Batterie oder so? Naja, glaube ich schon. Aber da hinten ist, vielleicht hat er eine Batterie. Gott, dann gehen wir diese. Ich könnte da hinten jetzt nicht gucken, obwohl ich die Zeit gehabt hätte, da hinten zu gucken, aber das wollte ich dann doch nicht. War jetzt ein bisschen Ruhe gerade. Tür zu, Sirene weg. Ach, die Kamera hat uns gesehen, ja. Mann! Was haben wir denn hier? Wir haben einen Computer drauf. Easy, Alter. Easy. Aber das schrecklich aussieht, die ganzen Kabel zu überall. Da unten läuft komischer Horrorfilm. Die eine Kugel ist total rot. Keine Ahnung. Die haben sie wahrscheinlich von innen gestrichen oder so. So, ja. Classified. Eine schöne Digicam von Maureen. Wir müssen das Passwort eingeben. Das sieht aus wie eine Zeitmaschine. Fluxkompensator. Tag, Monat, Jahr. Die Musik aber auch einfach nicht aufhört, ne? Das ist so brutal. Ja, nochmal euer Server hier, hä? So einen Server bräuchte man, ey. Dann hätte man erstmal Ruhe bei irgendwelchen Spielen. Murkoff Corporation. Ab.